Vize-Weltmeister im Vierer, Dritter bei den Europameisterschaften und Deutscher Meister im Zweier. So liest sich die Erfolgshistorie des Bobsportlers Karl Angerer 2011. Und dieses Jahr? Ja, in diesem Jahr muss sich der gebürtige Marc Schellenberger mit dem Gewinn noch etwas gedulden. Er ist nämlich leider verletzt. Das bietet mir aber die perfekte Gelegenheit, ihn hier am wunderschönen Königssee auf eine Probefahrt einzuladen, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Ein bisschen wehmütig schaut er hinterher. Grüß dich, Carly. Servus, grüß dich. Ihr sagt bei euch immer, steht fertig und dann geht's los. Heute darfst du nur zuschauen. Was macht die Hand? Du, eigentlich ganz gut. Ich kann schon wieder ziemlich alles machen. Zum Bobfahren reicht es leider noch nicht ganz. Zum Autofahren schon? Ja, ich denke schon. Ich gebe dir die Schlüssel. Das freut mich. Steuer gehört dir. Kaum eingestiegen schon. Zeigt er, was der X3 kann. Ganz gut, oder? Geht gut, schön. Du hast mal gesagt, jeder Mensch sollte im Leben einmal Bob gefahren sein. Was entgeht einem denn, wenn man das nicht schafft? Es ist ein Highlight. Also man kann es mit nichts vergleichen eigentlich. Das ist, viele sagen, ähnlich wie Achterbahn fahren, aber das ist was anderes. Man tuckert erst oben weg, ziemlich langsam. Und man wird immer schneller und man ist einfach dieser Gewalt ausgesetzt. Du bist amtierender Vize-Weltmeister. 2011 war dein erfolgreichstes Jahr. Andere würden jetzt sagen, ja, Vize-Weltmeister, das ist der erste Verlierer. Wie empfindest du diesen Titel? Nee, also ich muss sagen, für mich war das Allergrößte bei der Weltmeisterschaft, eine Medaille zu holen. Besonders bei mir zu Hause am Königssee. Dort ein Vize-Weltmeistertitel. Also es waren alle Freunde da, Bekannte. Es hat tierisch Spaß gemacht, dort zu fahren. Es war alles super. Das war ein Event, ein Gefühl für uns, wenn wir dann das Ziel gekommen sind und haben dann die Medaille geholt und Zweiter waren. Das war für uns einfach nur gigantisch. Wenn du jetzt hier die Serpentinen hochfährst und den BMW X3 so ein bisschen auf die Probe stellst, wie ist dein erster Eindruck? Sehr gut. Also ich fahre ja das Vorgängermodell von dem und ich könnte mich mit dem neuen schon anfreunden. Also das ist schon nicht schlecht. Und, ich habe ja das große Vergnügen gehabt, letztes Jahr im Frühjahr von BMW eingeladen zu werden nach Schweden zu diesem Fahrertraining Winter. Und dort diese Autos mal in so Extremsituationen zum Testen. Und das war natürlich schon ein Highlight. Und da fängt man dann natürlich schon ein bisschen an, so, dass man mal also Grenzen ein bisschen antastet, muss man sagen. Und es macht natürlich Spaß, wenn man halt in einem Auto sitzt, wo man halt mal kurz aufs Gas tippt und es geht los. Karl, das Schöne an deiner Verletzung ist ja, dass wir Zeit haben, diese wunderbare Probefahrt zu machen und du solche Orte aussuchen kannst. Traumhaft. Das ist richtig. Wir haben viele schöne Orte im Berchtesgaden, aber der ist natürlich besonders schön. Carly, ich muss dir ein Kompliment aussprechen. Das ist ja wirklich, wie sagt ihr, ein Traum, gell? Auf jeden Fall, ja. Das ist Song. Da können wir fast einmal winken in der Hoffnung, dass es erwidert wird, oder? Schaut's aus, ja? Zur Familie rüber. Und winken ist auch ein ganz gutes Stichwort. Das war nämlich die heutige Probefahrt, die mir riesig Spaß gemacht hat. Dir auch ein bisschen? Ja, auf jeden Fall, ja. Und in der ich ganz viel über eine faszinierende Sportart erfahren habe. Vielen Dank dafür. Gerne. Und vielen Dank auch fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Probefahrt, bei der Sie hoffentlich auch wieder einschalten. Und wir, würde ich sagen, gehen zurück ins Auto. Weil ich denke, bist du dafür geschont, ne? Das war.